Jo. Also Leute, ich bin jetzt hier am Strand. Da hinten ist die Strandbar, aber ich möchte jetzt nicht hier direkt nach diesen Vorwürfen mit dieser ganzen SIS-Geschichte, dass ich da irgendwie neidisch bin auf ihn oder was auch immer. Ich möchte jetzt nicht einfach nur dieses abgekaterte Spiel spielen und ihm in den Arsch kriechen und versuchen, hier diesen SIS-Lifestyle zu machen. Ich mache jetzt einfach nur was ein bisschen für euch, um euch einen kleinen Einblick zu gewähren, wie es hier aussieht, was ich hier mache. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht irgendwie hier übertrieben einen drauf gemacht. Wie gesagt, ich trinke nichts. Ich achte auf meine Gesundheit. Hier das Resultat. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Die Arme. Hier ohne Pump alles, Leute. Ich bin gerade echt. Ich habe gerade gegessen, gerade eben noch. Ja? Also. Also das ist jetzt die Rohmaschine jetzt. Warum ist es wichtig, sich immer hier die Dreiecke zu holen? Das ist wichtig. Hier die Beine. Oh, die habe ich nicht. Ich bin haarig. Ich weiß, den Sport habe ich nicht, aber man sieht die Vene an der Wade. Die Waden sind jetzt nicht so schlimm, finde ich. Jetzt eine Runde schwimmen und dann zeige ich euch, wie das ist mit dem aufgepumpt sein danach. Ja? Ah ja, der Rücken noch. Der Pump am Strand, Jungs. Regel Nummer 2. Und das hier geht dann her mit Präsenz zeigen. Hier. Selbstvertrauen. Auch in diesen Hosen, die einfach nur gay as fuck sind. Ein Exempel statuieren, ja? In diesen Gay-Hosen. Also 5, 10, 20, 30, 40, 45 sind es. Und das hier dann 65. 65 mal 2. Sind wir schon bei guten 130 Kilo, dann noch mit der Stange bei 150. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schaffen werde. Leute, ihr könnt eure Tipps abgeben. Komm mal her kurz, du kleiner Penner, nimm die Kamera.